Tag Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu Wolfenstein Youngblood. Die letzten Nebenaufgaben, sie warten auf uns. Little Berlin, Victory Boulevard und viele andere wundervolle Orte, die von den Nazis eingenommen wurden und auch so benannt wurden, um ehrlich zu sein, sind in Paris. Und wir müssen Paris befreien, was uns wahrscheinlich nicht gelingen wird. Aber wir können auf jeden Fall für ein bisschen Furore sorgen. Und das werden wir auch. So, let's run with a gun. Zack, das wird alles wieder speedrunnig. Schön. Da hinten müssen wir hin. Ui. Allalat. Das war so nicht geplant. Ich glaube, es ging hier oben lang. Ich weiß es natürlich nicht. Ich werde höchstwahrscheinlich auch wieder falsch rennen, aber das ist egal. Gott, wie oft bin ich hier? Oh nein, das ist wieder dieses Schlimme. Jetzt geht's nämlich los. Oh, scheiße, das hatten wir aufgemacht das letzte Mal. Oh nein, halte ich doch fest, Madame. Ja, wir machen den extra langen Klettermodus. Sie war oben, sie hätte nur ihre Pranken mal raushalten müssen. Das ist wirklich ein bisschen albern, weil wir diese Abkürzung hatten wir freigeschaltet. Das finde ich ein bisschen schade, dass das jetzt nicht freigeschaltet ist. Denn wenn ich das immer wieder machen muss, finde ich das ziemlich blöd. Das hätten wir auch anders haben können. Aber was soll's, da oben kann ich wahrscheinlich auch reinspringen. Genau dieser Bereich, der hält einen sehr lange auf. Aber ich glaube, da ist es wirklich dann sinnvoller, sich einfach mal durchzuballern, als dass man hier versucht, immer wieder sich durchzusneaken. Alter, geil. Danke für die Munition. Schade, ich dachte, der fliegt auch so schön. So, Sigrid ist nochmal Power. Was war denn das? Was soll denn das? Hat mich aber weggeschubst. Da wird doch, was Kommandant, warum wird hier einfach noch kommuniziert mit einem Kommandanten? Hier ist doch schon gar keiner mehr. Das mit dem Kommandanten ist, Alter. Warum schubst der mich immer einfach? Ist doch frech. Hammer's denn endlich mal. Mann, nerv doch nicht so. Also dieser Bereich hier, das ist wirklich der Schlimmste. Der ist wirklich richtig heftig. Da hinten muss ich hin, das kennen wir. Das kennen wir. Nee, warte mal, bin ich nicht. Bin ich wieder falsch. Oh, ich hasse diesen Bereich. Hier hinten war doch der Weg, oder nicht? Doch, hier. Das ist so verwinkelt, dass ich es nie finde. Das ist es aber auch nicht. Da geht es ja in Underground. Aber Moment. Beim letzten Mal habe ich ja auch schon ewig gebraucht, um diesen Scheiß zu finden. Das ist so intuitiv, dieser Weg. Da hinten, da war's. Oh man, auch noch so ein Dicker, ey. So, einmal Fist of Steel. Oh, nimm ruhig die Waffe nicht. Ich hab 10-mal E gedrückt, aber sie steht daneben und hat keine Lust oder was. Ich hoffe, dass es reicht. Das muss ich jetzt machen, oder? Den werde ich sonst nicht platt kriegen. Oh, fuck, ey. Der geht ordentlich auf den Sack. Der geht echt richtig auf den Sack. Zwar den dicken Hammer, aber irgendwas schießt noch richtig heftig auf mich. Was? Warum kriege ich das nicht kaputt? Oh, was ist denn das? Hier weiß ich den Code nicht, oder? Ja Gott. Was ist hier los?
Willst du mich verarschen? Krieg ich den so platt? Das juckt den gar nicht, was ich da mache, oder? Boah, ey, die wollen es richtig wissen. Das ist mir gerade ein bisschen zu heftig, aber ich darf auch nicht zu weit weggehen. Wo kommen eigentlich die ganzen Drohnen noch zusätzlich her? Okay. Oh, die Waffe ist, glaube ich, auch ein bisschen nutzlos gegen den Johnny, oder? Kann man endlich. Boah, ey, das war heftig. Das war sehr heftig. Himmel, Arsch und Zwirn. Beweg dich. Ran an die Strecke. Zieh jetzt dran. Alecco Fanto. Du hast schon gar kein Fleisch mehr am Schädel. Hier ist noch einer, oder? Dame. So, jetzt aber. Jetzt ist hier Feierabend. Dass das klar ist. Manchmal muss der Chef auch einfach durchgreifen und sagen, jetzt macht ihr Feierabend, dass das klar ist hier. Ratze, putz. Ansonsten ist das Erschießungskommando da. Diese Überstunden werde ich nicht dulden. So. Ne? Einfach mal durchrennen und an dem Schalter ziehen. Nee. Nicht mit Wolfenstein Youngblood. Da fallen auf einmal zwei Übersoldaten noch vom Himmel. Kann man auch mal machen. Warum nicht? So, ich hab schon vergessen, was meine Hauptaufgabe ist. Find the missing fighters. Okay, in diesem Bereich müssten sie sein. Die sind aber ziemlich weit weg. Wir kämpfen uns von unten nach oben durch. Was eigentlich nicht besonders logisch ist. Oh, ein Dicker, ey. Boah. Ey, Dicke. So, wir machen das jetzt am dümmsten. Geh ich doch wieder oben lang, oder? Durch das Nadelöhr, da quetsche ich mich nicht. So. Wie komme ich da jetzt hin? Na, keine Chance. Gegen den habe ich keine Chance. Schnell hier einfach nur rein. Schwesterherz. Sehr gut. Ihr dürft uns nicht abschießen. Wir sind in unserer Animation. Oh, dein Fuß brennt. Sehr gut. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das hier richtig? Das sind jetzt wirklich Aufgaben, die sind nicht mehr so einfach zum Wegsnacken da. Ne? So, okay. Ah, das war da unten, ne? Das war irgendwie hier so, ging es lang. Da wollen die wirklich, dass man in diese Endboss-Bereiche nochmal reingeht. Boah, wirklich ins allerletzte Loch nochmal reinkriechen. Ist hier richtig? Hier sind wir gar nicht richtig. Ah, du nimmst halt nicht. Hä, aber das ging doch hier lang. Mann, ich hasse es wirklich langsam, diese ewigen Wege zu suchen. Das ist doch hier der richtige Weg gewesen, da oben lang. Ich will gerade einfach nur dahin. Ich will gerade einfach ein paar Nebenmissionen abfrühstücken. So, sind wir jetzt richtig oder latsche ich jetzt den ganzen Weg wieder zurück? Ich latsche ihn wieder zurück, ne? Ach, leck mich doch am Arsch. Ja. Boah, ich sehe sie gar nicht, ey. Was ist das für ein Level-Design? Ihr guckt mal hier, das ist einfach so ein riesiges Loch. Ach, komm. Die sterben gar nicht mehr, ey. Die sterben einfach nicht mehr. Hilfst du mir, Madame? Madame? Helfen, helfen. Hör doch mal auf mit dem Scheiß jetzt, hilf mir endlich.
Oh Gott, ey, das ist gerade so nervig. Ich kann keine, allein ein Waffenwechsel dauert länger, als dass ich hier erschossen werde. Ist das ein Schrott? Und genauso, dass ich ein Leben verbrate und habe trotzdem so wenig Energie. Ich verstehe doch kein Mensch. Wenn ich ein Leben verbrate, will ich in die Welt geschissen werden und wieder voller Energie haben. Leck mich am Sack, ey. Ich habe echt keine Lust mehr auf diese Nebenaufgaben. Es geht mir einfach gerade zu sehr auf den Sack. Wirklich diese ganzen... Diese ganzen Scheißbereiche nochmal machen. Dass du bei gewisse Bereiche warst einfach froh, dass du durch bist. Mann! Wenn der Schuss eben einfach auch 2 Zentimeter daneben geht... Sorry, das ist gerade so ein Mecker, aber das geht mir echt auf den Sack, dieses Recycling hier von diesen Missionen. Vor allem von denen, wo du ein halbes Jahrhundert brauchst, um überhaupt durchzurammeln. Das gehört einfach, das musst du nebenbei wegsnacken können. Und nicht, dass du die ganzen Level nochmal komplett machen musst. Und die halten einfach zu viel aus hier, die Johnnies. Die halten einfach zu viel aus. Wo ist der denn? Mann, da irgendwo drin ist der doch. Der ist doch echt ziemlich nervig, oder? Keine Ahnung, wen ich da jetzt weggeschossen habe. Da drinnen. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß es nicht. Könntest du bitte einfach mal deinen komischen Quadratschädel hier weg... bewegen oder mal schießen oder mal irgendwas machen. Wir kommen hier nicht weg. Kletter jetzt, Madame. Sei nicht so scheiße. Wir kommen hier nicht weg. Es werden unendlich viele Gegner. Jetzt kletter doch mal die 2 Zentimeter mit deinem Grabespaten der Hölle. Ich will jetzt hier einfach durch. Ich will einfach durchrennen. Sie schafft es nicht nach dem x-tausendsten Mal. Jetzt kletter! Himmel, ich muss nicht immer eine Taste drücken. Einen normalen Weg kann man auch mal so gehen. Boah, Gott. Ich darf mich nicht aufregen, ey. Das sind jetzt Missionen. Der lebt einfach immer noch. Das ist nicht mehr normal. Das ist echt einfach nicht normal. So, rück mal her, das Ding. Ah, toll. Genau dafür kann ich es nicht nehmen. Sorry, aber das Ding ist halt, du weißt eben auch nicht, ob das der richtige Weg ist. Ne? Das kann ich auch sagen, ich latsche jetzt hier hoch und dann auf einmal kommt da... nee. Tut mir leid, das ist leider der falsche Weg. Boah, das war ziemlich heftig. Ich meine, klar, das sind diese großen Level, wo man zu den Endbossen, zu diesen Brothers gelaufen ist. Ich sag mal Endbossen, natürlich sind diese Brothers diese komischen Computer gewesen. Am besten, wenn ich hier schon mal bin, klicke ich danach jede Nebenmission an. Denn wenn hier nochmal irgendeine Nebenmission ist, werde ich diesen Scheißweg nicht nochmal laufen. Das ist echt nicht normal. Das ist echt nicht normal. Jetzt weiß ich hier wieder nicht, wo es lang geht. Es fühlt sich echt gerade so ein bisschen nach Arbeit an. So manche Missionen, die du so wegsnacken kannst, ne, das ist sowas, das nimmst du gerne mal in Kauf, das machst du eben einfach. Aber, boah, jetzt wirklich zu diesem Endboss-Level nochmal hin. Ich weiß gerade nicht, wo ich lang muss. Muss doch irgendwie hier lang gehen, oder? Ich meine, ich kann jetzt nicht hier reinrennen und dann gibt es hier ein Dead End. Ja. Da hoch, hier runter. Und dann sind wir trotzdem im Dead End gelandet. Oh, nee.
Das ist echt zu heftig einfach gerade. Das ist alles zu heftig. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Also bei dem Level-Design haben sie sich wirklich auch nicht so viel gedacht, oder? Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. So, jetzt denkst du, jetzt bist du gleich da, aber nee. Das war so klar, ne? Nee, du bist nicht da. Du denkst, jetzt rennst du ja einmal rum und der Marker ist da. Nee, es ist einfach noch eine kleine Wand dazwischen. Eine kleine Wand dazwischen und es ist wieder alles am Arsch. Alles für den Arsch. Oh, ich mach gleich die Hauptmission. Es geht mir so auf den Sack. Also diese Mission ist ja die allerschlimmste. Wie soll ich denn da hinkommen? Ganz ehrlich, es tut mir leid, ich mach gleich die Hauptmission. Ich will es dann durchhaben. Diese Nebenmission geht mir tierisch auf den Sack. Es ist jetzt einfach so. Ich weiß nicht, wie ich hinkommen soll. Ich weiß es nicht. Hier, da, der letzte Furz da unten drin. Da liegt er. Wie soll ich da reinkommen? Halt die Schnauze, ey. Wie bin ich auf den Sack? Warte mal, hier kam ich so rein, oder? Nee, kam ich auch nicht. Wie kam ich da rein? Also. Schießen! Ich liebe es, wenn du schießt, schießt, schießt. Eine halbe Stunde später wird dir gesagt, dass du keine Munition hast. Du stehst im Weg. Oh Gott. Oh ja. Wie? Da oben, so war das. Jetzt erinnere ich mich. Und was habe ich davon, dass ich jetzt diese toten Menschen finde? Ah. Nimm es doch bitte. Jede Sekunde meines Lebens, die ich länger für diese schwachsinnigen Aufgaben verbrate, tun mir körperlich weh. Ja, du weißt auch nicht, wie du reinkommst, ne? Jetzt weiß ich nicht, wie ich rauskomme. Ich habe das Gefühl, das ist es nicht. Kannst du bitte die Nebenaufgaben machen? Ich bin hier drinnen für ewig gefangen. Jetzt bist du hier auch reingefallen. Du bist ja dämlich. Wie komme ich jetzt hier raus? Boah, das ist so ein Schmarrn. Das ist richtige Arbeit. Das ist richtiger Dreck hier. Das ist so Dreck. Wie soll ich jetzt hier rauskommen? Alter, ich schwitze da, das Ding. 7. Ich wusste auf jeden Fall, dass hier noch was ist. So, das ist da oben. Weh, jetzt sind hier noch Gegner. Hier ist jetzt kein Gegner mehr, dass das schon mal klar ist. So. Jetzt tu doch nicht so. Natürlich sind alle tot. So, da unten. Das ist doch noch in diesem Bereich hier, oder? Musste jetzt sein. Mir ist egal gewesen. Jetzt irgendwas zerschießen, irgendwas zerstören. Das ewige Rumgesuche. Boah, das ist anstrengend. Ist das anstrengend. Das Level-Design bei dem Original Wolfenstein war einfach wirklich besser. Oder sie sich da jetzt nicht festhält. Das ist also so ein Schmarrn. Das ist so vertikal aufgebaut, aber da hält sie sich jetzt nicht fest. Das hätte man doch einfach so machen können, dass man hier wirklich sich durchballert. Das gehört doch so dazu. Das muss im Flow drinne sein und nicht, dass ich jetzt hier irgendwie Wege noch suche bei so einem Spiel. Da hinten, ist das überhaupt in dem Komplex noch drin? Da ich auch keine Karte habe, ne? Einfach mal eine Übersichtskarte. Da hinten ist es. Nein. Warum auch? Braucht man nicht. So, ich vermute mal, ich muss jetzt hier hin. Tut mir leid, das wird jetzt gemeckert. Wie viele Nebenaufgaben hat man denn noch? Das Hospital. Ja, da unten sehe ich doch schon Go to Brother 2. Das wird doch auch wieder ein Krampf. Go to Brother 2.
Aber es ist halt nicht mehr viel. Ich habe das Gefühl, ich muss da jetzt durch. Das ist wie so eine Hausaufgabe, auf die du absolut keinen Bock hast. Aber irgendwie, wenn du sie dann machst, bist du irgendwie froh, dass du es gemacht hast. Und insgesamt sagst du dir, war sie dann doch sinnvoll. Hör jetzt auf, mir ins Ohr zu schwadronieren, sondern hier zieh an dem Ding. Wenn der jetzt immer noch lebt, ey, dann ist aber. So. Die Frage ist halt, muss ich jetzt hier hin? Da hinten. Wissen ist Macht. So. Hier geht's nicht lang. Ich habe das Gefühl, hier bin ich auch falsch. Hier. Da, na endlich. Ach, Sophie. Jetzt rennen sie alle hier rüber. Und da sind wir alle tot. Alle tot. Und dann darf ich alles nochmal machen, stimmt's? Weh, du bist jetzt wieder tot, ey. Nimm eine Waffe, nimm eine Waffe. Nie ohne Waffe dastehen. Die Position ist sehr schlecht, die ich jetzt habe. Jawohl. Jetzt heißt es hier fokussieren. Jetzt darf ich nicht noch. Was heißt ein Leben verlieren? Ich habe keins mehr. Ich brauche vor allem erstmal ein bisschen Energie, ne? Nimm's doch, ey. 50 Rüstung. Sie nimmt jeden Schrott. Aber auf das hatte sie keine Lust. So, warte mal. Da kam ich doch gerade an. Jetzt geht die Scheißsucherei wieder los, ne? Die Scheißsucherei. Aber ich glaube, hier sind wir auch fertig. Es sei denn, hier hinten ist noch ein Fahrstuhl. Einer dieser Millionen von Räume, die ich nicht öffnen kann. Hier. Könnte ja sein, dass das mal ein Fahrstuhl ist. Dass man da hinkommt, aber nein. Nein. Einfach nein. So. Ja, oh, schade, auch kein Leben. Nimm die Granate. Nimm sie. Einmal hier alles durchgucken. So, damit sind wir auch hier fertig. Glaube ich. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht. Jetzt fahren wir hoch. Ich meine, klar, die wollen natürlich jetzt diese separaten Bossbereiche hier nochmal, dass man die nochmal angeht. Wir waren jetzt in Brother. Wir waren schon bei Brother 1. Das war in dem Himmel da. Und jetzt sind Brother 3. Und Brother 2 wollen sie natürlich auch noch, dass man das nochmal macht. Und das hier ist Brother 3. Das heißt, das wird wahrscheinlich auch das Schwierigste sein. Ich muss runter, ne? I mean, really, girls. Cuthbert Cocksmith. What the hell kind of name is that? Wie komme ich da jetzt runter? Aus dem Bereich, da wo ich gerade war, wird es nicht gehen, oder? Das ist falsch. Da muss ich nicht nochmal hin. Wo ist denn das Ding überhaupt? Der Marker wird mir gar nicht angezeigt, weil er so viele Millionen Lichtjahre weg ist. Joa, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Nebenaufgaben über Nebenaufgaben. Belanglosigkeit der Computerspiele. Ah.
Ach komm, halt dich doch fest. Warum? Warum tust du mir nicht diesen Gefallen? Ich habe das Gefühl, es muss hier drüben irgendwie sein. Aber es ist ja völlig außerhalb. Sollte ich was sagen? Ich gucke gleich einfach nach. Ich gucke im Internet nach, weil ich gar keine Lust mehr habe, mir diese Scheiße anzutun. Ah, hier. Hätten wir auch noch so ein Hitler-Ding gehabt. Ich gucke nach. Es tut mir leid, Leute. Es ist... Ich weiß, das Gameplay ist einfach nur der letzte Furz, den ich hier gerade abliefer. Aber es ist so ein Scheiß. Es tut mir echt leid, aber ich kann für diese Mission echt kein gutes Wort hinterlassen, weil es... Ihr seht's ja, Alter, ist das schlecht. Ist das schlecht? Wurschtel dich durch die schwersten Bereiche nochmal durch. Wir verstecken irgendwo was in den letzten Drecksecken und du musst da einfach irgendwie einen Weg finden. Ey, komm, das ist doch irgendwie, das muss man doch anders machen. Das tut mir leid, also das geht nicht. So, wo sind wir jetzt? Da. Missing Fighter ist da drüben, haben wir gefunden. Den haben wir gefunden. Das haben wir gefunden. Alles klar. Den haben wir gefunden. So, jetzt habe ich so oft gefunden gesagt, jetzt müsste ich es langsam alle haben. Der dritte. So, wo ist der vierte? Keine Ahnung, wo sie jetzt lang gelaufen ist. Da, das kann man aufmachen. Das ist erstaunlich. Ah ja, okay. Alles klar. Das war mir nicht bewusst, dass ich da was aufmachen kann. Nee, jetzt sind hier alle Gegner wieder da, dann raste ich aus. Okay, hier liegen aber noch überall Überreste rum, das sieht schon mal gut aus. So. Irgendwie da, wo wir wirklich den letzten gerade gefunden haben. Das gibt's doch nicht. So, der irgendwie ist bei dem Typen da die Tür offen. Und dann die Tür da hinten offen, bei mir nicht. Dann wird das da wahrscheinlich so ein elektronisches Schloss haben. Das da. Ah ja. Okay. Und dann kommen wir dahin. Ja, ich sehe ein, das hätte ich vielleicht rausgrinden können, wenn ich jetzt nicht so in Rage gewesen wäre, sondern einfach mal ein bisschen überlegt hätte, aber kann ich jetzt nicht. Kann ich nicht. Bin einfach... Oh, da kriegen wir auf jeden Fall ein Leben. Das ist wahrscheinlich wirklich der Weg zu diesem Boss gewesen, ne? So. Ich will zu Türen, Alter. Alles immer zu. Ah, hier musste ich drücken. So. Oh, das ist doch schon mal was gewesen, oder? Jetzt ist die Tür offen. Oh, fuck. Die halten einfach zu viel aus. Das ist wirklich Bullet Sponges hoch 10. Drei Schuss, so ein normaler Soldat. So, okay. Lass mich! 7? Nein, 7! Okay, jetzt raus aus dem Scheiß.
Wir sind in der letzten Scheißposition. Sehe ich das richtig? Schaffen wir es jemals hier wieder raus? Himmel. Boah. Aber man will's ja auch, ne? Man will's ja. E. Nein. E. 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 Warte, was haben wir jetzt? 1. 1609. 1609. Das ist eigentlich eine ganz geile Aufgabe. 1609. Jetzt bin ich ja gespannt. Yes. Wir haben es endlich geschafft. So, Return. Nein, wir machen jetzt hier gleich den Übercommander. Da will ich gleich hin. Denn jetzt muss ich gleich hier noch raus aus dem Schutz. Der Übercommander ist auf jeden Fall nicht hier. Meine Güte, war eigentlich eine ganz geile Mission, muss ich jetzt sagen. Ich habe mir gedacht, ey, ich snack die jetzt hier alle so weg. So pro Mission fünf Minuten höchstens. Und jetzt hängen wir hier eine halbe Stunde dran. Das war überhaupt nicht für mich in Betracht zu ziehen. Deswegen bin ich so ein bisschen perplex, aber eigentlich ist es ja geil. So. Hier sind jetzt hoffentlich keine Gegner mehr. Nimm es doch. Wie oft drücke ich E und es passiert nichts. Okay, also das mit diesen Statuen, das hätte ich auf jeden Fall nebenbei noch machen können. Hier sind ja so viele im Weg. Das nervt mich manchmal beim Spielen, dass du... Ah, na gut, hier ist so ein Teil. Aber dass man an solchen Dingern hängen bleibt, ne? Bei so einem Smoothie-Gameplay, da muss es einfach sein, dass du dran vorbei slidest oder glitschst oder so. Oder dass die automatisch ihren Fuß mal 2 cm anhebt. Es gibt ja Spiele, die können das halt gut, ne? Call of Duty oder so, da bleibst du selten an irgendwas hängen. Das ist eben perfektioniert. Aber ich fand auch bei den anderen Wolfenstein-Teilen war das nicht so extrem. Aber es kann natürlich auch sein, dass das Gameplay hier besonders schnell ist. Und dass es mir da besonders auffällt, dass man, wenn man mal hängen bleibt. Und der Schwierigkeitsgrad ist echt happig hier. Ich will nur noch raus. Ich will nur noch raus. Ich bin einmal rumgerannt. Jackie was a good kid. So ein Dash nach vorne wäre es noch. So, warte mal, wo war denn das hier drüben, ne? Nee. Nee, war oben. War doch irgendwie oben. Versteht ihr? Jetzt wird mir nicht angezeigt, wo ich hinrennen muss, ne? Du hast die Mission geschafft. Viel Spaß beim Rauskommen. Das muss mir doch jetzt angezeigt werden. Ich weiß doch nicht mehr, wo ich hier durch diese komischen Komplexe durchkomme. Hier ist auch wieder zu... Ach Gott. So viele zu Türen, jetzt muss ich wieder drüben langlaufen. Das finde ich... Oh, das ist so nervig. So ultimativ störend. Das ist beim ersten Mal geil, weil du dann halt in so Dead Ends, du musst dich wieder rauskämpfen. Aber beim zweiten Mal... Hier, warum ist ständig alles zu? Ständig ist alles zu. Es gibt, das wird dir suggeriert, du hast einen großen Raum mit ganz vielen kleineren Räumen und da sind Türen und das ist natürlich genau so, dass du da nicht durchkommst. Jetzt bin ich ja auch falsch, oder was? Wo zur Hölle bin ich hier? Oh ja, ich bin draußen. Wer ist da? Hm. Die sind natürlich alle wieder da. Forget it, ey. Ich will einfach nur weg von euch. Von euch will ich einfach nur weg. Ne, warte mal, hier ging's lang. Komm! Zieh an! Raus aus diesem furchtbaren Bereich. Also das war wirklich mit Abstand der allerschlimmste Bereich. Dieses zusammengefallene Gebäude da. Jo.
So. Oh, nee, da hoch will ich nicht, definitiv nicht. Na, komm, seht ihr, da wieder irgendwo hängen geblieben. Überhaupt nicht ersichtlich, dass da ein Hängenbleiber ist. So, GG, dann komme ich hier raus. Good game. Puh. Oh, boah, das war eine heftige Mission. Aber jetzt sind wir endlich draußen. Das war heftig. Das war sehr, sehr heftig. Aber ich habe halt auch nicht damit gerechnet, ne? Wenn du reingehst und sagst, mach jetzt hier Brother 3 platt. Okay. Da richtest du dich einfach mental auf richtig Widerstand ein. Aber wenn jetzt hier kommt, ja, mach mal so eine Nebenaufgabe. Da denkst du halt, ach ja, pff, das ist nix, ey. Das mache ich einfach nebenbei. Das mache ich einfach nebenbei. Das snack ich weg. Und dann auf einmal kriegst du so auf den Sack. Na, das ist eben. Ach, es war ja so klar, dass man hier einfach durchrennen kann. Und da ist dann wirklich auch das Ende vom Level. Nein! Ach doch, hier. Okay, ich höre auf mit Meckern. Ich glaube, ich brauche jetzt einfach eine Pause. Sonst werde ich zu viel meckern. Little Berlin, da geht's wieder hin. Okay. Little Berlin ist sowieso viel besser. So, Leute, das war's für heute. Sorry fürs viele Gemeckern. Wir haben die Mission abgeschlossen. Das ist ja prinzipiell das, was zählt. Und das nächste Mal geht's dann weiter mit dem Übersoldaten Fleischer. Bis dann. Ciao.